Tresor von Mascha. Alles klar. Schwierigkeits. Was ist das eigentlich? Ach so, Gruppe Kunden. Mach ich mal Saison von Macher. Macher. Dann wird das vielleicht etwas schwieriger. Weil, wie gesagt, ihr merkt es ja selbst. Ich renne einfach durch. Ich kloppe alles weg und mein Ring fehlt. Von dir habe ich den Ring nicht geholt, ne? Doofe Sache das. Ja, klar. Weiter geht's. Nee. Schoko macht glücklich. Merkt euch das. Das ist eine Wahrheit. Eine Weisheit. Eine Weisheit über dunkle Schokolade. Und je dunkler die Schokolade ist, desto bitterer ist sie. Zartbitter nennt man sie auch. Und je dunkler die Schokolade ist, desto gesünder ist sie auch. Das heißt, sie macht nicht nur glücklich. Boah, was bist du denn? Stirb. Whatever du bist. Was kriege ich von dem Teil denn? Seelenrelikt. Okay, das ist eine verlorene Seele. Auf dem Weg nach McDonald's. Und weil es den Weg nicht kennt, wollte es uns fragen. Aber dazu ist es ja leider nicht mehr gekommen. Weil wir sind angeheuert worden von Burger King. Und Konkurrenz dürfen wir ja niemals dulden. Und ich komme mir gerade auch schon eher so vor, als ich musste ernsthaft das Vieh jetzt finishen. Eine kleine Spinne. Entweder habe ich manche Sachen vom Spielprinzip noch nicht verstanden, oder das Spiel ist wirklich noch nicht ausgereift. Okay, es ist meine persönlich erste Erfahrung von einer Closed Beta, aber ich weiß nicht. Wenn ich der Entwickler wäre, würde ich den Leuten für die Closed Beta schon etwas anderes, naja, präsentieren wollen. Würde das schon so gern machen wollen, dass die Sachen wirklich schon abgerundet sind. Und dass wohl nur noch ein paar Fehler berichtigt werden müssten. Fehler in Bezug auf ein paar Bugs, die entstehen oder entstanden sind. Na, komm. Fehler in Bezug auf Sachen, die man einfach vergessen hat, auf die man nicht geachtet hat. Und die einem erst später aufgefallen sind. Ja, aber hier, ich weiß nicht. Zack. Klappe zu, für tot. So, da oben hat letztens... Ach so, ich glaube, jetzt verstehe... Ja, jetzt verstehe ich das auch. Du da oben, komm mal runter. So, dort oben. Wie komme ich denn dort oben hin? Saison von Mascha. So. Das war falsch. Das war auch falsch. Ich würde... Ach so. Gut. Nein, bitte sagt's nicht. Okay, man kann sie nicht steuern. Ich hatte schon Angst. Weil dieses Schema von wegen... Ja, man schießt irgendein Geschoss ab. Von seiner Waffe oder Pistole oder was auch immer. Und dann steuert man einfach mal die Kugel ein paar Meter, wie das zum Beispiel bei dem Spiel Wanted passiert ist, und dann auch Singularity. Ich wurde getroffen, verdammt nochmal.
Naja, aber damit muss man dann rechnen, wenn der Schwierigkeitsgrad angezogen wird, nicht wahr? Naja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dieses Prinzip von wir sind Sniper, wir schießen eine Kugel und können diese steuern, finde ich etwas sehr unrealistisch. Vor allem, weil es in der letzten Zeit gehäuft vorkam. Diese Stelle kennen wir ja auch noch. Wir können daher gut ausweichen. Ja, alles tot. Können wir gar nichts für. Wir sind ganz lieb. Ich weiß nicht. Es ist eigentlich auch wieder mal so die große Frage, warum mache ich Grafikfehler? Pling, 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 pling. Das müsste ich... Also sowas sind zum Beispiel Fehler, die in der Beta dann auch behoben werden sollten. Töten, vernichten. Weil im kompletten Spiel sollten solche Fehler auf keinen Fall passieren. Das ist die Schmach überhaupt. So, töten und vernichten. Das, was wir den ganzen Tag schon machen. Oder können wir mit dem Baum irgendetwas machen? Können wir dich zerhäckseln? Nein, können wir nicht. Leider nicht. Es würde etwas Variation reinbringen, aber die wird nicht gegeben. Nein, die darf nicht gegeben werden. So, jetzt gehe ich mal nach unten. Weil da ist auch noch so eine tolle Vase. Und was ist das? Magisches Pulver. Ich werd verrückt. Und haufenweise Pop-Ups. Auch völlig neu. Damit rechnet doch keine Sau. Nicht wahr? Das war's oder bewegt sich noch? Ja, es hat sich noch etwas bewegt. Nein, ich muss jetzt echt diese Treppe da hoch. Diese, es ist keine Treppe, eine Leiter. Ich hoffe, sie funktioniert. Ja. Klapp, 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 klapp. Und oben angekommen und nicht verbuggt. Gut, letztes Mal kam hier oben noch welche. Gibt's die noch? Oder weil es ja zwangsläufig ein anderes Gebiet ist, dürfen die da oben nicht kommen. Auch gut. Muss ich mich mit denen halt nicht rumschlagen. Ein weiterer Grafikfehler. Oh mein Gott. Hui. Finish Quantum. Zack und durch und kaputt. Ah, ich lass mich wieder treffen. Das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Die Ausdauer muss zurückkehren. Ich muss doch kämpfen wie ein Tier. Au! So, jetzt gibt's auf die Fresse. Was war das? Wieso habe ich doppelt Schaden gekriegt? Nur zugunsten der Göttin. Darf ich jetzt... Alles klar. Finde ich sehr dubios, dass man zweimal Schaden kriegt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt von denen so vorgesehen war, aber ich denke einfach mal nicht. So. Interessant, wie ich da trotzdem noch Schaden bekommen habe. Zack. Blut getränkt. Du hast die Mission vollendet. Wieso tue ich das eigentlich? Es bringt mir irgendwie nichts. Und irgendwie ist das ganze Spiel hier nur rein repetitiv. Hier passiert nichts, was wirklich besonders ist. Nichts, was wirklich mal irgendetwas auszeichnet. So, Geld. Ja, Level 9, das ist sehr schön. Und ich wurde zu sehr getroffen, also gibt es nur Rang S. Bei den Kampfdaten. Ja, und man darf hier nicht durch. Bam, 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 bam. Nächste Seite, alles klar. Ausrüstung zerstört. Besorge Ohrringe. 5 seltene Erks. Aha. Gruppenbelohnung. Nothing special, Mr. President. This is murder, Hausu. Das sieht doch schon mal interessanter aus. Will auch so eine Rüstung. Darum muss ich jetzt schön weiter questen. Was nämlich überhaupt nicht langweilig wird mit der Zeit. So, was gibt hier am meisten? Saison von Macher. Wieso verwundert mich das nicht? Ja, ist ja schön und gut. 2 Sterne. Gut, diesmal versuche ich nicht zu sterben. Mich würde ernsthaft mal interessieren, wie ich an neue Ausrüstung käme. Ducktool. Ab geht die Post. So, wir warten gar nicht mal darauf, dass das Spiel uns erstmal in die Karte reinholt, sondern wir stürzen uns direkt ins Getümmel. Wir schnetzeln uns durch die Gegnermassen. Jetzt haben wir eine Lebensleiste. Ist das nicht schön? Zack, Overkill. Ach, wie süß. Overkill. My name is Mr. Overkill. Zack. Wo kommt ihr denn wieder her? Zack, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich habe hier geschäftliche Sachen zu machen. Irgendwas Besonderes nicht. Schade, schade, schade. Aber wahrscheinlich kann ich das auch gar nicht hier. Also haben die das hier noch gar nicht eingebaut mit denen, dass die Ausrüstung kaputt gehen kann oder sollte oder könnte. Weil das hier noch die Closed Beta ist. Ich weiß jetzt auch generell nicht, was die hier alles geplant haben.
was passieren soll, was nicht passieren soll, was so gewollt ist, was nicht gewollt ist. Aber ich denke mal, Grafikfehler sind in so einem Spiel eigentlich nie gewollt. Wie wir das vorhin zum Beispiel bei den schönen Bäumchen hatten. Ach ja, komm her. Einzelnes Vieh ist mir doch scheißegal.